Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen absolut ramontisch-cremigen Abend. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, die Ramontik wird hier immer sehr, sehr groß geschrieben. Und zwar heute mit den Patch Notes 8.17. Ja, das heißt, wir haben einige interessante Änderungen dabei. Grundsätzlich muss man sagen, sind die Patches aktuell nicht mehr die größten. Ja, ganz am Anfang hatte Riot ja eine absolute Chaos-Meter hervorgebracht. Das wurde jetzt relativ gefixt. Jetzt werden noch so ein bisschen hier, ein bisschen da. Das heißt, was haben wir als erstes? Nuno. Ja, das heißt, Nuno und Willem kommt auf die Server. Ich dachte, der wäre schon auf die Server, ganz ehrlich. Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Ich war ja Gamescom hier und dies da und, ne? Auf jeden Fall kommt dieser gute Champ dazu. Ich denke, der macht super viel Spaß. Das heißt, wer mal wieder ein bisschen Bock auf League braucht, diesen Champion hier. Super geil. Super, super geil. Am besten, ja, nicht in der Mitte, aber vielleicht werde ich das tun. Ja, Annie haben wir. Ich habe ja letztens erst drüber gesprochen in einem Video, dass sie wahrscheinlich gereworked werden muss. Und hier kommt das Rework. Nein, Quatsch. Natürlich, ein Rework ist es nicht. Aber tatsächlich ist das hier ziemlich krass. Das klingt jetzt erstmal, hey, Attack Range, was will Annie mit Attack Range? Aber Annie war damals unglaublich bekannt dafür. Ich glaube, ihr wurde auch genau 50 weggenommen. Das heißt, sie hatte mal 625, sogar vielleicht 650 oder sogar mehr. Ich glaube, 650, 625 hatte sie mal. Und ihre Auto-Attack Range war einfach super krass, ultra hoch. Und jetzt wurde das Ganze irgendwann mal reduziert. Und jetzt, also davor wurde es reduziert und jetzt wird es wieder erhöht. Finde ich es auf jeden Fall cool, denn diese Auto-Attacks sind super krass. Holy shit. Ja, Bart ist so, ja, sein Ultimate wird gebufft und zwar hat die 20 Sekunden weniger Cooldown. Man muss sagen, so eine Ultimate, 20 Sekunden auf Stufe 1 ist komplett krank. Das ist komplett krank, Leute. Und sogar im Late Game sind es noch 10 Sekunden. Man muss ganz klar sagen, das wird Riot irgendwann bereuen und zurückziehen. Das call ich jetzt schon mal, weil 110 Sekunden, normalerweise sollte nur Ultimate im Schnitt 120 Sekunden haben. Und das für normale Ultimates, sowas wie Akali, wie Talon, wie Zed. Ults, die richtig krassen Impact haben, so wie Bart oder sowas zum Beispiel, sollten immer so 130, 140 Sekunden haben. Das heißt, irgendwann, wenn die Meta sich wieder so ein bisschen ändert und Bart von alleine krasser wird, weil Items ihm besser passen, weil andere Supporter schlechter werden, muss das wieder geändert werden. Dennoch ist das jetzt auf jetzt mal ein krasser Buff. Wobei das natürlich auch ein Nerf sein kann, denn wenn euer Bart die ganze Zeit intet, dann kann er jetzt 20 Sekunden... Ja, früher hinten, ne? Also, ne, wir kennen es ja, diese Ults. Aber trotzdem, ja, definitiv nicht schlecht, ne? Bart ist ja sowieso, es gibt halt die Playmaker-Barts und die Play-Failer-Barts. So, Fiora, ich bin jetzt Fiora Main. Ich appreciate diesen Buff also komplett. Das heißt, sie sagen, sie wollen sie besser ins Late-Game reinbringen, deswegen kriegt sie auf ihre E auf Stufe 1 20% mehr Damage. Das ist krass. 20% Punkte mehr Damage, so. Late-Game-Damage ist gleich, aber das ist ziemlich gut, weil du natürlich als erstes die Q maxst und dann erst die E. Das heißt, bis Level 9 inklusive hast du, oder sagen wir bis Level 10 exklusive, hast du also mehr Schaden mit Fiora auf die Lane, weil das ja, wie gesagt, der zweite Spell ist zum Maxen, super cool. Ich als Fiora-Main sehe mich da komplett drin. Ja, die Garen-Mains unter euch, ja, bei ihm, er kriegt quasi ein bisschen weniger Schaden im Late-Game. 20 weniger, im Early ist es gleich. Ihm zum Beispiel tut das nicht ganz so weh, weil er diesen Spell meistens erst als zweites maxt, außer er ist Lesky Q und spielt Garen in der Mitte. Aber, ja, naja, grundsätzlich tut schon weh. Verstehe ich auch nicht so ganz. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass Garen komplett broken wäre oder so. Ich meine, er ist nervig und es kann echt abfucken gehen, gegen ihn zu spielen. Aber ich meine, er ist ein 100%iger Nahkämpfer. Er hat halt keinen Fernkampfspell. Klar, sein Ult, aber, ne, dafür muss er erstmal irgendwie so ein bisschen, da muss er auch relativ nah ran. Irelia, ich hatte ja letztens ein Ratenvideo über sie gemacht und da hatte jemand gesagt, Tobi, sie macht nicht 70% Schaden, sondern 70% mehr Schaden. Und das, mein Freund, ist Quatsch. Na, das heißt, sie macht nämlich Increased Damage to Minions 70%. Okay, sie macht... Nee, ich bin dumm. Ich bin dumm anscheinend. Nee, Quatsch, ich bin nicht dumm. Ihr Schaden an Minions ist 70%. Q macht 70% Schaden an Minions und jetzt macht es 100%. Also genauso viel, wie es machen sollte, an Minions. Ja, das heißt, ich bin nicht dumm, irgendjemand von euch da draußen ist dumm. Aber ich bin auch ein bisschen dumm, weil ich es erst nicht gecheckt habe, beziehungsweise mich selber verwirrt habe. Kennt ihr das, wenn ihr so sagt, ja, ihr schießt schon mal so ein bisschen die Shots, ne, und dann fällt euch auf, hä? Und dann könnt ihr aber wieder weiterschießen. Ja, auf jeden Fall, gut, ne? Irelia-Buff ist auf jeden Fall krass, vor allem, dass die Q jetzt stärker ist, dadurch kannst du halt deutlich leichter dein Heal aufbauen und durch die Gegend springen, ist krass. Gerade auch in der Mitte, ist krass. Kassadin. Ich mag Kassadin sehr gerne, wir haben ihn ja auch quasi in der Premier Tour noch gesehen, war cool. Muss aber sagen, ja, Kassadin hat viele Probleme. Seine Ult kriegt jetzt eine Sekunde weniger Cooldown auf Stufe 1 und 0,5 Sekunden auf Stufe 2.
Ja, weiß ich noch nicht so ganz. Also auf Stufe 1, das ist nett. Also eine Sekunde ist halt schon krass, aber ich weiß nicht, wie. Also das hier ist auch cool, vor allem wenn da noch CDR mit drauf kommt, aber ich weiß nicht, wie sehr ihn das jetzt krass machen wird, dass der komplett. Also ich glaube nicht, dass das reicht, um ihn komplett wieder zurückzubringen. Also da muss wirklich noch mehr kommen. Also, es ist echt schön, wenn du da ein bisschen weniger Cooldown hast, aber, ne? Dennoch freue ich mich, ich appreciate. Also ich würde, wenn Kassadin wieder viable ist, viele sagen ja immer, Kassadin darf nie viable sein oder darf nie Meta sein, weil er eine spezielle Rolle hat, weil er ein Anti-Mage ist. Und ne, ein Champion, der gegen eine spezielle Rolle ist, sollte niemals gegen alle Rollen gut sein. Kann man darüber diskutieren? Sehe ich aber nicht so. Ja, Kane. Ja, Kane kriegt jetzt quasi, also vor allem seine Shadow Assassin Form hier wird gebufft. Erstmal kriegt seine komplette Form, das heißt, die E hält länger, die hält direkt 2 Sekunden länger. Das ist ziemlich cool, muss man definitiv sagen. Vor allem als Darken Kane hast du meistens weniger Punkte in dem E drin. Und dann hast du auf Stufe 1 sofort 2 Sekunden mehr. Das ist super geil. Und in der Shadow Assassin Form, ich denke, deswegen haben die das auch so ein bisschen mit reingebracht hier. Die Shadow Assassin Form profitiert da mehr von, also zumindest ich für meinen Teil, maxe die E meistens als zweites, weil Movement Speed größer Q-Damage. Und deswegen kriegt man jetzt 80% statt 70%. Und natürlich trotzdem die Duration, aber die ist halt im Late Game gleich. Ja, bei Master Yi verstehe ich es nicht ganz und da könnt ihr gerne mitdiskutaten. Erstmal, warum gibt es diesen Champion? Zweitens, warum spielen Leute diesen Champion? Und drittens, warum wird dieser Champion gebufft? Und viertens, was ist die Begründung dazu? Denn Riot sagt sich, die Leute sollen mehr die W zu schätzen wissen. Ja, die unterschätzen sie und sie sollen sie nicht nur am Ende des Fights zum Hochheilen nutzen, sondern im Fight selber. Ich meine, ja klar, also sie erhöhen jetzt die Damage Reduction, aber ich meine, wer benutzt denn diesen Spell zum Heal? Also klar benutzt man den zum Heal nach dem Fight, aber ich meine, es ist jetzt nicht so, als hätten wir einen Champion, wo du erst noch ein Kreuzworträtsel und ein Sudoku lösen musst, um dann diesen Champion zu verstehen. Da steht Damage Reduction 50%. Und ob der jetzt 50%, also, das nutzt doch locker jeder Master Yi-Spieler mitten im Fight. Jeder. Nur die Harten kommen in den Meditationsraum. Also, und dann nochmal 7 Sekunden runter. Weiß ich nicht, wie krass das jetzt ist. Ich meine, 35 Sekunden ist echt viel. Aber, also bitte löscht diesen Champion. Der ist GG. So, Rengar. Holy shit. Holy fucking shit. Also, Sylvie wird wahrscheinlich ausrasten vor Freude. 20 Sekunden. Also, Rengar spielt man wegen seiner Ultimate. Klar, er hat noch dies und ein bisschen das. Aber Rengar spielt man halt legit wegen seiner Ultimate. Und die hat jetzt 20 Sekunden weniger Cooldown auf Stufe 1. Holy. Also, hier muss man ehrlich sagen, das ist so eine Ult, wo ich sagen würde, ja, 120 Sekunden wären okay. Ne? Wie ich ja vorhin gesagt habe mit Bart, ne? Das ist so eine Single-Target-Ult. Wobei sie so ein bisschen global ist. Single-Target, bisschen global, ist ja so ein bisschen schwierig. Aber Rengar ist halt All-Over-Ult. Je mehr Ults, je mehr GG. Und das ist unglaublich heftig. Holy shit, das ist so krass. Ich glaube, hiernach werde ich auch Rengar mainen. Ja, Varus, hier wird gesagt, er ist ein Champion, der sehr viel Range hat und sollte fragil sein. Minus 50 HP. Super GG. Super freaking GG. Das heißt, dieser Champ ist super. Also 50 HP auf Stufe 1. Das ist richtig krass. Man muss aber sagen, er hat einen kleinen Trost hier. Das heißt, er bekommt pro Level jetzt 3 HP mehr. Das heißt, auf Stufe 18 hat er plus minus 0. Ich glaube, plus 1 HP sogar. Aber bis dahin hat er gerade auf Stufe 1, 2, 3 zerfällst du komplett. Wukong kriegt jetzt 8% Jungle Bonus Attack Speed, das ist super cool, also ist natürlich auch in der Lane, aber gerade im Jungle ist das geil, denn sein Jungle ist komplett katastrophal. Vielleicht werde ich auch wieder Wukong mainen, da würde ich mich auch sehen. Yorick wird wohl anscheinend von einigen Spielern auf der Toplane komplett abused, also sehe ich jetzt nicht so, also ich sehe keine Yoricks, wollte ich damit sagen. Aber hier ist das Ding nämlich, dass der Schaden auf Stufe 2 bis 7 super krass hoch ist, beziehungsweise die kriegen 3 AD immer pro Stufe dazu. Und jetzt nur noch einen, weil die anscheinend, ja, du machst Schippen, 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 Schaufel und dann gibst du dem Gegner und dann kriegt der übelst krass viel Damage ab und da kommt der anscheinend nicht drauf klar. Ich spiele keinen Top-Lane, wobei ich habe letztens mit Yorick, mit Fiora Yorick gekillt. Bam, 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 bam. Ja, auf jeden Fall scaled das Ganze beim Late-Game wieder rein, na, das heißt, da wird es wieder stärker. Tarik, passiert irgendwas mit? Ja, Stormrazer. Stormrazer ist, ja, hier ist ein bisschen schwierig. Und zwar sagen sie, Stormrazer ist zu krass. Und das ist es definitiv. Also es ist ein sehr, sehr starkes Item. Und sie sagen jetzt, das Geld nicht mehr von 160 nach 200%, sondern von 140 nach 200%. Und jetzt unter die Leute, die von euch richtig Bock auf Mathe haben, weil ich habe gerade eigentlich gar keinen Bock auf Mathe. Solche Änderungen sind halt komplett dumm. Wenn sie das wirklich nerven hätten wollen,
weiß nicht, da hätten sie hier was. Also, ich sag euch, was passiert. 140% hat dieser Spell bei Stufe. Ach so, das ist das. Hat 0% bis 30% Crit Chance. Okay, ich bin halt wirklich dumm. Ich bin wirklich dumm. Ich dachte, das wäre Level. Es gibt ja ganz, ganz oft diese Dinger, wo das Scaling ist. Das heißt, hier Stufe 1 und hier Stufe 18. Und wenn du den ersten Wert reduzierst, dann heißt es zwar, er ist bei Stufe 1 geringer, aber er kriegt pro Stufe mehr dazu. Also das heißt, er kriegt nicht so, wie sonst 10 dazu, sondern 20. Einfach mal in den Raum geworfen. Aber hier scale das Ganze mit Crit-Chance und deswegen bin ich tatsächlich dumm. Ne? Können wir einfach mal so droppen. Denn ich baue diese Items nie, sind wir mal ehrlich, ne? Ihr habt jetzt quasi, ja, ne, dann ist das tatsächlich Nerf, hat jetzt noch 140% bei 0% Crit-Chance und 30%, bei 30% sind es 200%. Ne, ist cool, ist eine gute Änderung. Attack ist vor allem für einige Champions, die nur dieses Item gebaut haben, ziemlich scheiße, ne? Es gibt ja Champions, zum Beispiel Irelia, Akali Toplane haben wir jetzt bei ESG ein paar Mal gesehen. Es gibt auch Champions wie, ich weiß nicht, bei Draven baut man meistens auch nicht so viel Crit. Und irgendwie Zed wird es auch ab und zu gebaut und noch kein Crit. Für all diese Champions, die kein Crit bauen, ist das definitiv ein Nerf. Die kriegen allerdings etwas mehr Attack Speed, weniger AD. Ne? Außerdem, weil wir gerade bei Assassin sind, ja, Dustblade. Dustblade macht 50 Damage weniger auf Stufe 20, wollte ich gerade sagen, auf Stufe 18. Ne? Vorher 200, jetzt noch 150 und Lethality wird dafür um 3 angehoben. Ja, was soll ich dazu sagen? Ist ein super krasser Nerf mal wieder. 50 Damage weniger im Late Game. Ja, bei Stufe 18 ist jetzt nicht überkrass viel, muss man einfach sagen. Weil ein Assassin da meist dir 2000 Damage macht oder sowas, dann instant innerhalb von einer Sekunde. Aber es kann, ne, über Kill oder nicht Kill siegen. Man müsste halt wirklich mal ausrechnen, wie sehr die drei Lethality dagegen rechnen. Ich denke nicht, dass sie. Ich meine, wenn man viel Schaden macht, werden sie schon ein bisschen Impact haben, aber nicht diese kompletten 50 Damage ausgleichen. Ah, aber wer weiß, ne? Dennoch werden auf jeden Fall aktiv Assassins genervt. Finde ich natürlich nicht so geil. Es wird außerdem noch neue Skins geben. Urgott Hainun, Thresh Hainun, Lucian Hainun. Der wird übrigens Legendary beim Lucian, das weiß ich. Divine Sword Irelia und Enduring Sword Talon. Ich werde mir einen Talon-Skin wahrscheinlich gönnen. Wobei ich gerade sehr, sehr wenig Talon spiele. Aber, ja, ne? Werden wir auf jeden Fall mal sehen. Grundsätzlich, ja, wir können uns ja mal den Chroma hier angucken. Können wir. Ich finde, welchen am geilsten. Grün sieht kacke aus. Pink ist auf jeden Fall der deadliest. Dieser weiße hier, den ihr so halb seht, finde ich ganz cool. Und der blaue. Ne, diese Richtung. Ja, das war's mit den Patrons. Ich wünsche euch was. Haut da rein. Einen romantischen Abend euch noch. Und auf Wiedersehen. Miau.